Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen. 2017 war das erfolgreichste Jahr der Salzburger seit Bestehen und wie geht es weiter? Sie lenkt eines der teuersten Fahrzeuge Salzburgs. Wir stellen Ihnen eine Obuslenkerin aus Leidenschaft vor und Innovation Challenge der Salzburger. Internationale Startups kämpfen um den Einzug ins Innovation Camp. Wir verraten Ihnen gleich, welche Ideen weiter sind. Die Salzburger verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Rekordgewinn. Dieser Umsatzwachstum ist auf alle Geschäftsfelder zurückzuführen, den Löwenanteil lieferte aber der Bereich Energie. Wie es weitergeht, das erfahren Sie jetzt. Es handelt sich dabei um den wirtschaftlichen erfolgreichsten Jahresabschluss seit der Fusion aus Salzburger Stadtwerke und Safe im Jahr 2000. Also wir konnten den Umsatz auf 1,3 Milliarden Euro steigern, gleichzeitig aber auch im selben Maße den Gewinn steigern. Dank der Mitarbeit, dank des Einsatzes aller fast 2200 Salzburger AG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir das beste Ergebnis seit der Fusion, seit dem Jahr 2000 verzeichnen können. Im Geschäftsjahr 2017 gab es eine Bruttoinvestition in der Höhe von knapp 110 Millionen Euro in Versorgungssicherheit, erneuerbare Energien, Breitband, Internet und Verkehr. Zugleich bestätigte das gute Ergebnis auch die 2016 gestartete strategische und operative Neuausrichtung. Das Unternehmen möchte neben der Absicherung des Bestandsgeschäftes Prozesse digitalisieren und optimieren und neue Geschäftsfelder erschließen. Ich glaube, es macht uns alle aus, dass wir ein bisschen mehr wollen, als nur den Status quo zu behalten. Na, wir wollen nach vorne gehen, na, wir wollen Zukunft auch in unserem Produkt haben. Aber ganz wichtig, wir tun das nicht unseretwegen, sondern damit wir dem Kunden das beste Produkt und den besten Service bieten können. Der regionale Fokus soll weiter auf Salzburg liegen. Bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien setzt man in Zukunft neben der Wasserkraft verstärkt auf Sonnenstrom. Bis ins Jahr 2030, also 12 Jahre, wollen wir jedes Jahr 1000 Photovoltaikanlagen oder 1000 Dächer mit Sonnenstrommodulen ausstatten. Zugleich investiert das Unternehmen ab 2018 jährlich 21 Millionen Euro in den flächendeckenden Ausbau von Breitband-Internet. Bis 2030 sind das in Summe eine Viertelmilliarde Euro. Außerdem fördert das Unternehmen gezielt den Ausbau von Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität. Das haben bis jetzt 26 Gemeinden schon unterschrieben, 16 haben wir schon gebaut und mit weiteren 25 sind wir auf gutem Weg, den Vertrag auch zu unterfertigen. Und somit kommen wir zum öffentlichen und touristischen Verkehr. Auch hier gab es Zuwächse bei der Beförderung von Fahrgästen. Die Obusflotte transportierte im Vorjahr insgesamt 43,16 Millionen Fahrgäste. Die Salzburg Lokalbahn knapp 5 Millionen. Auch bei der Festungsbahn und bei der Schafbergbahn gab es Zuwächse bei der Fahrgastzahl. Es wurde aber auch in diesen Bereich investiert. Wir haben zum Beispiel in den Lokalbahnhof Weidwörth-Nussdorf investiert. Wir haben den zweigleisig ausgebaut und verbreitert und bieten damit jetzt einfach eine moderne, schöne Anlage, schönen Bahnhof an. Im Salzburger Pinzgau laufen derzeit der Bau des neuen Salzer Kraftwerks Gries, das gemeinsam mit dem Verbund errichtet wird, und der Ausbau des Kraftwerks Diesbach zum Pumpspeicherkraftwerk. Kraftwerke werden immer Teil der DNA der Salzburger AG sein, aber der Fokus liegt in Zukunft viel stärker auf der technologischen Ebene. Die Salzburger AG soll zum digitalen Technologieunternehmen werden. Sie sind täglich auf Salzburgstraßen unterwegs und geben ihr Bestes, die Fahrgäste von A nach B zu befördern. Es geht um die Obuslenkerinnen und Obuslenker in der Stadt Salzburg und wir stellen Ihnen in den nächsten Wochen einige davon vor, die von sich selbst behaupten können, Obuslenker aus Leidenschaft zu sein. Ich habe zum Schluss dann immer mehr gekauft und gekauft. Und weil das ein Modegeschäft war, habe ich ständig das trendige Sachen anziehen müssen und das kostete viel Geld auch. Und dann habe ich mich entschlossen, einfach was zu ändern und wegzugehen. Vorher habe ich 15 Jahre lang im Gastgewerbe gearbeitet und 10 Jahre lang im Verkauf. Und das im Verkauf hat mich sehr gestört, dass ständig geschlossene Räume waren und kein Tageslicht, nur Neonlicht und kein Klima. Und
dann habe ich mich entschlossen, einfach das zu ändern und Obuslenkerin zu werden. Also das Tolle bei dem Job finde ich, dass ich mit teuerste Fahrzeug in Salzburg unterwegs sein darf. Zuerst, wo ich im Verkauf gearbeitet habe, habe ich nichts von der schönen Stadt gesehen, wo ich eigentlich lebe und arbeite. Erst durch Obusfahren habe ich meine Stadt kennengelernt. Es ist natürlich nicht jeden Tag gleich. Ab und zu sind Verspätungen auch da und man wird auch von Fahrgästen beschimpft. Aber man muss das einfach locker nehmen, weil wir selber nicht dafür können. Es ist ein toller Job und ich bereue es keine Sekunde. Das war die beste Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Mehr Obus-Geschichten finden Sie übrigens auf unserer Facebook- und YouTube-Seite. Und wir kommen jetzt zur Meldungsübersicht. Die Salzburger AG ist unter den Top-Arbeitgebern 2018 in Österreich. Zum zweiten Mal in Folge ermittelte das Wirtschaftsmagazin Trend die 300 besten Arbeitgeber Österreichs. Die Salzburger AG erreichte dabei im Ranking den 49. Platz. Wir sind Full-Service-Dienstleister und zählen zu den größten Arbeitgebern und Lehrlingsausbildnern im Bundesland Salzburg. Zudem werden bewusst Akzente in puncto Familienfreundlichkeit, persönlicher Weiterbildung und Gesundheitsförderung gesetzt. Aktuell wurde dem Unternehmen auch das Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung wieder verliehen. Die Fünferlinie wird nach Grödig verlängert. Land und Stadt Salzburg, die Gemeinde Grödig und die Salzburger AG einigten sich, die Linie 5 nach Grödig bis zur Untersbergbahn zu verlängern. Mehr als 2000 Fahrgäste profitieren davon. Der E-Obus ist eine neue Form der Mobilität. Das ist die Verbindung zwischen Obus mit Oberleitung und batteriebetriebener Fortbewegung. Er kommt zum Einsatz in der Verlängerung der Linie 5, nämlich nach Grödig. Er wird jetzt in eine Testphase ab März 2019 gehen. 11 O-Busse werden wir mit neuen Batteriesystemen ausstatten. Ab Schulbeginn 2019 sollen dann bis zu 2000 Gäste pro Tag aus Grödig in die Stadt und umgekehrt kommen. Die modernen O-Busse der Salzburger AG-Flotte werden umgebaut. Es werden die Solaris Metro-Style-O-Busse umgebaut in sogenannte E-O-Busse. Dafür braucht es neue Batteriesysteme, die müssen jetzt entwickelt werden. Dafür gibt es auch ein Forschungsprojekt. Und damit wird die neue Art des Fahrens dann auch von Salzburg nach Grödig kommen und umgekehrt. Die verlängerte Fünferlinie kommt ohne zusätzliche Oberleitung aus und fährt die erweiterte Strecke mit Energie aus einer Batterie. Der Testbetrieb startet im März 2019. Die Salzburger AG bietet erstmals Sommerrobotercamps für Kids und Jugendliche. Die Salzburger AG fördert digitale Kompetenz bereits bei Kindern und Jugendlichen. Vom 23. Juli bis 10. August 2018 bietet das Unternehmen in Kooperation mit Alphason erstmals mehrere einwöchige Robotercamps an. Ziel der Camps ist es, Informatik greifbar zu machen, das Interesse der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu wecken und gleichzeitig Eltern in der Kinderbetreuung im Sommer sinnvoll zu unterstützen. Die Anmeldung läuft noch bis zum 31. Mai 2018 und das Robotercamp ist übrigens Teil des unternehmenseigenen Innovationsprogramms. Vom Robotercamp für den Sommer jetzt zur Freizeitgestaltung fürs Wochenende. Heute geht es auf den Salzburger Geißberg. Mit den Obuslinien 2, 6 und 7 lässt sich der Hausberg der Salzburger leicht erreichen, entspannt, umweltfreundlich und ohne Parkplatzprobleme. Der Geißbergbus, also die Linie 151, bringt Wanderer, Ausflügler, Paragleiter und Familien sogar bequem bis auf die Spitze und natürlich wieder nach unten. Mit dem Frühling kommt auch die Wanderzeit. Wer dabei ganz autofrei unterwegs sein will, kann mit dem Obus direkt zum Fuße des Geißbergs fahren. Naja, man kann überall losgehen. Man kann jetzt in die Oberkniegel fahren, man kann jetzt noch Eigen und vor Eigen hinten übergehen ins Brunnenabfahren fahren. Man kann am Schmädererplatz fahren nach Barsch oder man kann überhaupt dazu fahren bis Glasenbach fast mit dem Zimmer aussteigen und nachher dann über die Klammerabfahrt gehen. Also man hat genug Möglichkeiten mit dem Obus zu einem Ausgangspunkt zu gehen oder zu fahren, wo man dann aufgehen kann. Auf den Geißberg führen also viele Wege, die bereits beim Aufstieg eine wunderbare Aussicht auf die Stadt Salzburg, das Salzburger Becken sowie das Gebirgspanorama bieten. Je nach Kondition kann zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden ausgewählt werden und nahezu alle Ausgangspunkte sind mit dem Obus erreichbar.
Von Eigen aus startet man beispielsweise über die Südosthänge und genießt dabei einen herrlichen Ausblick. Knapp 2 Stunden dauert hier der Aufstieg. Ausgangspunkt für eine schöne Wanderung ist auch Gnigl. Dorthin kommen Sie mit der Linie 2. Aber auch von der Endstation der 6er Linie kommen Sie über den Schmederer Platz direkt über die Gersbergalm oder entlang der historischen Zahnradbahntrasse zur Spitze. Über die Zistel zur Geisbergspitze kommen Sie aber auch über die Obus-Haltestelle Glasenbach. Der Weg führt dann über die Glasenbach-Klamm. Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden, oben genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Stadt Salzburg. Und wenn Ihnen beim Wandern über den Geisberg eine zukunftsträchtige Geschäftsidee gekommen ist, dann sind Sie bei uns ganz genau richtig. Ziel der Salzburger AG ist es, für Kundinnen und Kunden zukunftsweisende Produkte zu entwickeln sowie kundenorientierte Digitalisierung voranzutreiben. Aus diesem Grund setzen wir auf Kooperationen mit nationalen und internationalen Startups. Der Ideenwettbewerb der Salzburger AG, die Innovation Challenge, hat sich in der 3. Auflage international etabliert. Aus 199 Einreichungen wurden die 15 innovativsten Ideengeber zur Startup-Messe in Salzburg eingeladen. Hier präsentierten die Startups aus den USA, Israel, Deutschland, Schweiz und Österreich vor einer Fachjury ihre Lösungsansätze zu den Aufgabenstellungen der Salzburger AG. Einerseits wollen wir damit die besten Produkte für die Kunden schaffen und andererseits wollen wir auch intern in unserem Unternehmen alle Prozesse, die wir automatisieren können, auch automatisieren. Und daher auch die Innovation in allen Bereichen. 9 Unternehmen konnten sich bei der Startup-Messe mit ihren innovativen Ideen durchsetzen und ziehen nun ins 3-tägige Innovation Camp. Dort werden die präsentierten Lösungsansätze gemeinsam mit Unternehmensexperten auf Machbarkeit und Einsatzmöglichkeiten in der Salzburger AG geprüft. Das Ergebnis ist, ein Projekt vorzustellen, das man über 4 Monate abwickeln kann, um einen Prototypen präsentieren zu können. Auch 2 Salzburger Unternehmen sind weitergekommen. Einerseits ein Hallener Startup. Ja, Traritrara Polikular, wir sind aus Hallen und ein junges Startup. Und für die Salzburger AG könnten wir spielerische Erfahrungen für deren Kunden machen, um einfach die Kundenbindung zu stärken. Und andererseits die Firma Cognify aus Salzburg. Ja, wir sind ein Data Science Dienstleister. Also das heißt, unsere Idee ist es, aus vielen verschiedenen Rohdaten wertvolle Informationen zu generieren und dadurch quasi komplexere Entscheidungen automatisieren zu können. Fixer Bestandteil des Jahresinnovationsprogramms ist auch das Innovation Summit, das heuer ganz im Zeichen der Zukunft steht. Wie werden wir 2030 in Salzburg leben, arbeiten und uns fortbewegen? Das war das Salzburger Magazin und alle Beiträge finden Sie wie gewohnt auf unserer Facebook-Fanseite, auf YouTube und unter www.salzburg-ag.at.